Ein freundliches Hallo an alle, die diesen, wie ich glaube, wieder sehr wertvollen Beitrag hier gefunden haben und nun gespannt auch meinen Worten lauschen möchten. Es geht hier um einen überaus wichtigen Teil unserer Geschichte und um die Gesundheit. Zwei wichtige Gs in dem Leben jedes Menschen, wenn nicht sogar die wichtigsten. Ich beginne einfach einmal. In meiner jahrelangen Recherche zu diversen, auch vergessenen Heilpflanzen, darunter natürlich auch Hanf, stieß ich schon vor einiger Zeit unter anderem auf die Vorträge von Dr. Christian Rätsch. Auf Basis meines abgeschlossenen Studiums in der Naturheilkunde vor über 20 Jahren und bei der Recherche und dazu dem Studieren vieler, auch sehr alter Naturkundebücher, unter anderem auch das der Hildegard von Bingen, weckten auch Pilze und andere psychoaktive Wesenheiten, Pflanzen, mein Interesse. Manche haben sowohl bewusstseinserweiternde Eigenschaften als auch immense heilende Wirkungen auf sehr vielen Ebenen. Speziell aus dem nur vermeintlich giftigen Fliegenpilz zum Beispiel stelle ich bereits geraume Zeit selber ein sehr wirksames Öl zur Hautpflege, vor allem bei den Pferden mit Sommerexem her, mit wirklich sehr großen Erfolgen. Sehr wichtig ist es mir hier zu betonen, dass ich mein Leben lang keinen exzessiven Gebrauch von Rauschmitteln gemacht habe und auch heute an sogenannten Rauschzuständen keinerlei Interesse habe. Wobei ich nach all dem, was ich inzwischen herausfinden durfte, durchaus auch eine Versuchsanordnung in Verbindung und mit Schwerpunkt der Ahnenforschung und einer damit in Verbindung stehenden Bewusstseinserweiterung durchaus in Betracht ziehe. Auf etwas genauere Anwendung hierzu werde ich am Ende des Beitrags noch ein wenig eingehen. So, dies also nur zur kurzen Vorgeschichte, welche mir dient, hier den Zusammenhang herzustellen. Im Zuge der Vorträge von Dr. Rätsch werde ich ein paar für mich auch geschichtlich doch sehr relevante Ausschnitte mit in diesen Beitrag einfügen. Denn dies offenbarte mir mal wieder allzu deutlich, dass unser komplettes Weltbild strategisch verrückt wurde und dazu die uns vermittelte Geschichte unserer Vorfahren gefälscht und in weiten Teilen sogar konkret unterschlagen und ausgelöscht wurde. Genau dieses Thema unserer Geschichte und Kultur haben wir hier schon des Öfteren aufgegriffen, um nun erneut darzulegen, dass in unserer Geschichte eine tatsächliche Hochkultur schlicht unterschlagen wurde und das trotz der Veröffentlichung. Das ist schon ein Meisterstück. Mir war so wie vielen anderen auch der Begriff Donauzivilisation nicht bekannt. Jeden, den ich seither darauf ansprach, konnte nichts damit anfangen. Ich stieß rein zufällig, wenn es dann Zufälle überhaupt gibt, beim Anhören eines Vortrags von Christian Rätsch darauf. Komm mal. Hui. Komm mal hier. Oh. Ja, das nenne ich mal ein Michelin-Männchen. Schwupp. Die Donauzivilisation erstreckte sich entlang des Donauflusses durch Deutschland, Österreich, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien, Bulgarien, Rumänien, der Republik Moldau und die Ukraine. Diese uns unterschlagene Zivilisation unserer Vorfahren lebten, so wie Rätsch dies ebenfalls ausführte, in genossenschaftsähnlichen Gemeinschaften. Da das Modell der Genossenschaft mir lieb und teuer und überaus sympathisch ist und ich eine solche schon vor Jahren gründete, ließ mich auch das sofort aufhorchen. Die Frage an dieser Stelle sollte sein, was wird hier und heute unterdrückt und unterschlagen und warum?
Unwissenheit und Angst dient jenen Mächten als Grundpfeiler für all ihre menschenverachtenden Herrschaftssysteme. Der Glaube, nicht die Religion unserer Vorfahren, waren die Erkenntnisse und Weisheiten aus den Naturgesetzen, basierend auf der tiefen Verehrung, Verbundenheit und den gewonnenen Erkenntnissen aus der Pflanzen- und Tierwelt. In Wikipedia steht dazu immerhin inzwischen: Die Wiege Europas, die früheste Hochkultur, ist die Donauzivilisation und datiert diese auf 3500 bis 5000 vor Christi. Und auch hier wieder gelogen und getäuscht, denn diese Hochkultur soll es sogar bereits schon mindestens 7000 vor Christi gegeben haben. Hups, mal wieder ein paar schlappe Jahrtausende verschlammt unterschlagen. Böses, böses Wikipedia. So wie wir wissen sollten, auch mal eben 900 Jahre des Mittelalters wohl schlicht in der Geschichtsschreibung verschwunden sind. Diese, also die Zivilisation unserer Ahnen, lebte wohl nachweislich sogar tausende Jahre in Frieden, also bedeutend länger als unsere, ach so hochgelobte Zivilisation in diesen massiv kriegerischen Herrschaftsformen lebt. Unsere Ahnen lebten also nachweislich und bewiesenermaßen herrschaftslos, anarchistisch, völlig friedfertig in genossenschaftsähnlichen Strukturen. Die jüngsten Funde aus dieser Zeit belegen es eindeutig, denn es wurden lediglich Werkzeuge und keine Waffen gefunden. Unter anderem die Kultivierung von Pflanzen zum Anbau sowie auch die Schriftform noch lange vor der Keilschrift dienen als unzweifelhafter Beleg für diese unsere weit fortgeschrittene Hochkultur. Wikipedia hingegen behauptet ja, die sumerische Keilschrift ist neben dem ägyptischen Hieroglyphen die heute älteste bekannte Schrift. Sie entstand etwa 3300 vor Christi in Sumer in Mesopotamien und konnte ihre Vormachtstellung bis etwa 1800 vor Christi halten. Ach was! Aber dies hier von mir und nach meinem Verständnis für euch formulierte, soll vor allem für all jene sein, die nach wie vor behaupten wollen, dass das Streben nach Herrschaftslosigkeit, sprich Anarchie, beziehungsweise ja auch nach dem Naturrecht, schlicht nur ins Chaos führen würde. In eine Art Faustrecht, Recht des Stärkeren, fressen und oder gefressen werden, so wie es von den Herrschern der Mehrheit ihrem menschlichen Vieh auf ihren Farmen eingeredet wurde und immer noch wird. Anhand dieses Wissens um eine Hochkultur, die uns schlicht unterschlagen wurde, ist das genaue Gegenteil der Fall. Beweise: Die hoch erfolgreiche Frühgeschichte Europas beweist dies tatsächlich beeindruckend. Ja, an sich ist ja mein Forschungsgebiet nicht auf Hanf beschränkt, sondern allgemein auf den kulturell tradierten Gebrauch von psychoaktiven Stoffen, in welchen Kulturen, zu welchen Zeiten auch immer. Und dabei ist das Wichtigste festzustellen, dass in allen Kulturen der ganzen Welt, die mit der Hanfpflanze in Berührung gekommen sind, die Hanfpflanze Einzug in den Schamanismus gewonnen hat. Und dass das aber nur eine von vielen, vielen psychoaktiven Pflanzen ist, die seit Jahrtausenden wohl, wie lange wissen wir wirklich nicht, von Menschen für schamanische Rituale, also fürs rituelle Heilen, eingesetzt werden, und zwar mit Erfolg. Wir haben es mit einer sehr merkwürdigen Geschichtsauffassung heutzutage zu tun. Manche glauben, die Geschichte des Menschen beginnt mit der Geburt vom kleinen Jesulein. Manche glauben auch, die menschliche Geschichte beginnt mit Abraham, der seinen Sohn
willig war, für Gott zu töten. Das wäre dann ungefähr vor 6000 Jahren. Aber manche glauben auch, dass es Menschen und Menschenvorfahren seit 7 Millionen Jahren gibt. Und wir wissen aus der paläanthropologischen Forschung, dass in der Steinzeit bereits schamanische Kulte und Rituale eine zentrale Rolle im Leben dieser Menschen hatten. Auf jeden Fall haben wir jetzt genug prähistorische Hinweise darauf, dass Schamanismus eigentlich die erste kulturelle große Prägung der Menschheit sind. Und heute tut man so, als wenn Religion irgendwas mit der Prägung der Menschheit zu tun hatte. Dabei wird sie seit 2000 Jahren nur zur Unterdrückung fremdartig denkender Menschen ausgenutzt. Die Religion ist eine Erfindung von Machthabern, um sich an der Macht halten zu können, weil alle Religionen arbeiten damit, dass sie Angst machen. Und das ist das A und O von Machtbesessenen. Wenn ich Angst mache dann, und die Leute tatsächlich Angst kriegen, dann kann ich sie auch beherrschen. Und wenn ich ihnen Angst mache und sage, das und das dürft ihr alles nicht, aber dafür kommt ihr nach dem irdischen Jammertal ins Paradies, dann ist alles gut. Das heißt also, wir haben das mit Denksystemen seit einigen 2-3 Jahrtausenden zu tun, die sich vehement gegen alles, was schamanisch ist, geäußert haben und äußern. Und auch unsere mitteleuropäische Kultur ist infiziert von dem wirren Vorstellung, dass man alles, was mit Schamanismus zu tun hat, verbieten muss. Und das macht man ganz einfach. Man sagt nicht, Schamanismus ist verboten, sondern man verbietet einfach die heiligen Substanzen der Schamanen und Schamanen, die seit Urzeiten sinnvoll und erfolgreich, nicht immer, aber oft erfolgreich, eingesetzt werden. Und das beobachte ich und studiere ich in den letzten Jahren, also vor allen Dingen, wo die Wurzeln unserer Kultur eigentlich liegen. Und das Erstaunliche ist, dass wir heute noch Namen von Göttern und Göttinnen, die nicht zu Religion, sondern zu Kulten gehört haben, kennen, die bereits aus der Steinzeit sind. Ich möchte nur ein Beispiel nennen, die von uns als griechisch angesehene Liebesgöttin Aphrodite. Von Aphrodite habt ihr bestimmt alle schon mal gehört, auch wenn vielleicht niemand weiß, was sie wirklich ist. Sie entspricht unserer einheimischen Göttin Freya. Von der haben wahrscheinlich nicht so viele gehört, oder? Doch? Ah ja, schön. Jeden Freitag. Matthias, du hast immer die besten Sprüche auf Lager. Bitte mehr davon, dann wird das Ganze noch lustiger. Also jeden Freitag, heute ist Sonnabend, okay, gut. Am Freitag ist eigentlich der beste Tag, um richtig schön Sex zu machen. Weil in vergangenen Zeiten war Liebe nämlich gleich Sex, erstaunlicherweise. Dass Liebe und Sex aufgespalten wurden, ist nichts weiter als eine Folge der religiösen Verirrung, die in unsere Generationen infiltriert worden. Nun, Freya hat direkt was mit Hanf zu tun, das ist eine ihrer heiligen Pflanzen und deswegen haben wir das ererbte Recht, Hanf als Aphrodisiakum für Sex zu benutzen. Ja, es ist auch ein starkes. Also es ist auf jeden Fall ein schönes Gewürz der Liebe. Aber zurück zu Aphrodite. Der Name Aphrodite wird für die, die griechisch hatten, immer erklärt als die aus dem Schaum geborene. Das ist aber falsch. Der Name Aphrodite stammt aus der Sprache der Donauzivilisation.
die selbst in Österreich nicht richtig bekannt ist. Wer hat schon mal von der Donau-Zivilisation gehört? Gut, also die Donau-Zivilisation hat vor 10.000 Jahren begonnen entlang der Donau bis ans Schwarze Meer. Da gibt es unglaublich viele archäologische Untersuchungen und man hat festgestellt, die Donau-Zivilisation ist die eigentliche Wiege Europas. Griechenland ist nur eine Station auf dem Weg zu Europa. Und die Donau-Zivilisation begann also vor 10.000, 12.000 Jahren und die hatte damit zu tun, dass erstmals sich Menschen in in Gemeinschaften zusammengetan haben und sowas Ähnliches wie Dörfer oder Städte gebaut haben. Und die Menschen, die solche Städte gebaut haben, die waren in einer Art Genossenschaft organisiert. Und dort gab es keine Herrscher. Also da gab es kein Patriarchat. Zum Glück gab es da auch kein Matriarchat, weil Herrschaft durch wen auch immer ist eigentlich nicht akzeptabel. Also ihr merkt schon, das Geisteskind ich bin. Und zu der Zeit allerdings war im Zentrum der Kultur eine Göttin verehrt worden. Über Jahrtausende in gleicher Form, gleicher Gestalt. Und das war die Göttin, die verehrt wurde, weil sie die landwirtschaftlichen Produkte nach und nach in diese Kultur hineinholte. Ich sage extra nach und nach, weil die neolithische Revolution, falls ihr von der mal gehört habt, die ist falsch, die Überlegung, es gab keine Revolution, sondern es gab ein schrittweises Annähern an Landwirtschaft. Und da, als dann die Landwirtschaft relativ verbreitet war, tauchte das erste Mal ein Gott auf, und zwar in der Gestalt eines Stieres. Die haben also die große Göttin und den Stiergott. Und die haben ja, sind beide symbolisch für die Sesshaftigkeit des Menschen. Weil die Göttin schenkt die Agrarprodukte und der Gott schenkt das Rindvieh und also die domestizierten Tiere. Nun, was gehörte denn zu den ersten Pflanzen, die überhaupt kultiviert wurden? Ja, wir denken Getreide. Aber alles spricht dafür, dass vor dem Getreide der Schlafmohn kultiviert wurde und dass entweder parallel dazu oder vielleicht schon etwas vorher der Hanf kultiviert wurde. Und das heißt, wir hatten in der Donauzivilisation eine friedliche, nicht kriegerische Gesellschaft, die egalitär war, also anarchisch, herrschaftslos und genossenschaftlich und die Früchte ihrer Feldarbeit genossen haben. Entweder als Brot, als Mohnkuchen oder als Mohnzuzerr, wie man gibt es ja hier in Österreich. Finde ich eine ganz tolle Tradition, kann ich nur empfehlen, euch weiterzumachen. Achso, das darf ich ja gar nicht, ich muss euch ja warnen. Nehmt das nicht, ihr macht eure Kinder zu opiumsüchtigen Fertigbergern, Dropouts und so weiter. Also wer einen Mohnzuzerr hatte, ist gesellschaftlich geächtet. Ähnlich wie jemand, der einen Joint raucht, dem erzählt wird, ja, du wirst in der Gosse landen und wenn du das erstmal injizierst, die wissen gar nicht, was das bedeuten soll, dann wird es ganz schlimm. Nun, diese Donauzivilisation könnte eigentlich dafür dienen, einen gewissen Paradigmenwechsel gesellschaftlicher und politischer Art in Europa durchzuführen. Weil wir werden nach wie vor in Geschichtsbüchern darüber belogen, wie die Geschichte gelaufen ist, nämlich hauptsächlich über Herrscher, Könige, Häuptlinge, Kaiser, Krieg und so weiter. Und das ist gar nicht nötig.
Wir haben eine eigene europäische Tradition, die über mindestens 7 Jahrtausende hinweg völlig friedlich und genossenschaftlich ohne Herrscher gelebt haben. Das müsst ihr euch mal reinziehen, was das eigentlich bedeutet. Deswegen kann ich nur empfehlen, informiert euch über die Donauzivilisation, also vor allen Dingen die Österreicher hier, die sollten ein großes Interesse daran haben, denn das ist ihre Lebensader. Und das Verblüffende ist, dass auch in dieser Donaukultur keine Funde wirklich von Waffen gefunden wurden. Es gab nur Werkzeuge. Und das, was die Donauzivilisation ausmacht, ist verblüffend und deswegen unter Gelehrten auch nicht so begeistert aufgenommen. Die haben nämlich 200 Jahre vor der Keilschrift eine Schrift erfunden. Und ja, das ist total abgefahren. Die haben 2000 Jahre vor Mesopotamien eine komplexe Gesellschaft mit Spezialistentum gehabt, ohne Herrscher. Und die haben die ganze Zeit die Pflanzen Hanf und Mohn in ihrer Kultur gehabt. Das heißt, Menschen, die friedlich sind und Hanf anbauen, sind langfristig betrachtet überlebensfähiger. Fragen kommen später. Es sei denn, du hast was ganz wahnsinnig Dringendes. Es würde jetzt dazu passen. Du kennst ja die Geschichte von den Skyphen, die angeblich den Hanf rauchen. Ach, das ist doch alles klar, jung. Ich will, dass du das nochmal klar sagst, dass das für einen Scheiß ist, der da erzählt wird. Dass das eigentlich aggressiv macht. Denn da wird uns ja das Gegenteil erzählt. Okay, gut. Also vielleicht kommen wir auf die Skyphen noch zurück. Also ich bin viel mehr interessiert, euch was aus der Donauzivilisation zu erzählen. Eigentlich wollte ich was aus Nepal erzählen, aber da niemand von euch was gehört hat davon, finde ich das viel wichtiger. Und das ist auch etwas, was langfristig auch in die Schulbücher einziehen wird, dass die Frühgeschichte Europas ganz anders war, als wie bisher vermutet oder wie bisher so ausgelegt interpretiert, dass sie herrschaftlichen Systemen entspricht. Aber nun, was bedeutet das, wenn Pflanzen kultiviert werden? Das heißt, man hat in der Natur eine Pflanze gefunden, die irgendwie für das eigene Leben nützlich zu sein scheint. Sonst würde man ja die nicht kultivieren wollen. Also kultivieren heißt, ich möchte mehr davon, als wie ich irgendwie im Wald oder auf der Savanne oder in der Steppe oder so finde. Und da zu den Zeiten, wo die ersten Pflanzen kultiviert wurden, die Menschen in schamanischen Weltanschauungen oder in schamanischen Visionen gelebt haben, ist es so, dass wir es mit Menschen zu tun hatten, die überlebt haben, weil sie die Natur genau beobachtet und studiert haben. Und das ist eigentlich etwas, was uns heute völlig abgeht. Wer geht schon mal an den Fluss und setzt sich da ein paar Stunden unter einen Baum und versucht da nicht zu denken, sondern nur zu beobachten, was da passiert? Das macht praktisch niemand. Dabei kann das also Riesenrechnungen bei Therapeuten ersparen. Weil eigentlich wissen wir alles, wie wir gut leben können und was mit uns los ist. Wir müssen uns bloß Zeit dafür nehmen, in uns hineinzuschauen. Und das tun wir am besten, indem wir aus uns herausschauen. Indem wir beobachten, was andere Wesen, die mit uns diesen Planeten als Lebensraum bewohnen, wie die sich verhalten. Und dann kann man also wahnsinnige Einblicke in die Natur gewinnen.
Und das Schöne an der schamanischen Vision ist, dass es kein Glaubenssystem ist. Man braucht an nichts zu glauben, weil die Naturerfahrung genau diese spirituelle Lücke schließt. Wenn jemand in einer Blüte das Wunder der Natur erkennen kann, braucht er keinen Gott mehr. Weil zu begreifen, was eine Blüte eigentlich ist, ist ein mystisches Erlebnis. Das steigert sich natürlich, wenn man diese Blüte raucht oder isst. Ach, und an dieser Stelle möchte ich noch betonen, diese Vortragsauszüge von Doktor der Philosophie Christian Rätsch stellen natürlich keine Empfehlung zum unbedachten Konsum von Rauschmitteln dar, obwohl alleine das Thema bewusstseinserweiternde Substanzen für sich ein überaus spannendes ist. Diese hier gewählten Auszüge aus Interview und Vortrag sollen dazu dienen, mit Hilfe der Ausführungen weiterer anerkannter Experten, Wissenschaftler, Forschern, Autoren erneut darzulegen, dass auch und gerade geschichtlich nichts so ist, wie es scheint, und dass wir alle in ein riesiges, nur real erscheinendes Lügengebilde hineingepresst wurden. Noch kurz zu dem Dr. Christian Rätsch, der mich übrigens stark an die Filmfigur Gandalf aus dem Herrn der Ringe erinnert. Er wurde geboren am 20. April 1957 in Hamburg und ist ein deutscher Altamerikanist und Ethnopharmakologe. Er studierte Altamerikanistik, Ethnologie und Volkskunde und promovierte zum Doktor Philosophie. Seine 1998 erschienene Enzyklopädie der psychoaktiven Pflanzen gilt als Standardwerk. Er ist Herausgeber des Jahresbuch für Ethnomedizin und Bewusstseinsforschung. Rätsch war Beiratsmitglied des Europäischen Kollegiums für Bewusstseinsstudien, ECBS, und Präsident der Arbeitsgemeinschaft für Ethnomedizin, ARGEM. Und das ist das Verblüffende. Wenn man eine Pflanze kultiviert, dann lernt man alles über sie im Umgang. Das wisst ihr alle, weil ihr zu Hause wahrscheinlich alle illegal Hanf anbaut. Je mehr man über die Eigenschaften der Pflanze weiß, desto besser kann man sie ziehen. Ganz klar. Und nun ist es so, die Schamanen und Schamaninnen in allen schamanischen Kulturen der Welt sind sich einig darüber, dass man von Pflanzen lernen kann. Das heißt, dass Pflanzen Lehrer sind für uns. Und das bedeutet wiederum, wir lernen direkt von der Natur. Und wie kann man besser lernen, als durch eine psychoaktive Wirkung einer Pflanze, die man einnimmt, um herauszufinden, was für Eigenschaften und was für Nutzen sie hat. Und das ist etwas, was in der normalen Geschichtswissenschaft überhaupt ausgeschlossen ist. Und was auch unserem wissenschaftlichen Weltbild, was letztlich eine Art Religionsersatz ist, nicht zu erklären ist. Vielleicht habt ihr euch mal gefragt, woher wussten eigentlich die Leute in der Steinzeit oder im Mittelalter oder sonst wie, woher wussten die eigentlich, welche Pflanzen welche Eigenschaften haben? Und dann wird uns erzählt, also das war bei mir in der Schule noch so, die hätten das durch das berühmte Trial and Error herausgefunden, also Versuch und Vergebung, hätte ich jetzt fast gesagt. Versuch und Irrtum. Wenn die Menschen, die unsere Vorfahren, also unsere Ahnen waren, so blöd gewesen wären und diese Methode angewandt, dann würden wir alle nicht hier sitzen. Wir sitzen hier, weil unsere Ahnen in der Steinzeit super intelligent waren, super gebildet, was die Natur anging, und unglaublich raffinierte Überlebensstrategien entwickelt, erforscht und verbessert haben. Ohne die wären wir nicht hier. Und
wenn man in schamanischen Kulturen, die es heute noch gibt, wenn man da Schamanen fragt, ja, sagt, woher wisst ihr denn eigentlich, dass ihr diese Pflanze da und dafür benutzt? Dann sagen wir sofort, ja, von unseren Ahnen, die haben Visionen und Träume gehabt, in denen sich die Pflanzen ihnen visionär offenbart haben und sie darin unterrichtet haben, wie man sie richtig benutzt. Also richtig benutzen heißt sinnvoll oder sinnbringend oder nützlich oder heilsam oder zum Vergnügen. Weil das Vergnügen, finde ich, ist unglaublich wichtig am Heilen von Kranken, an der Behandlung von Patienten, ist das unglaublich wichtig. Und wir wissen ja alle, dass eine gewisse Dosis Hanf doch sehr zur Erheiterung beitragen kann. Und das heißt, die Erheiterung des Gemütes ist eine der wesentlich heilsamen Eigenschaften dieser Pflanze. Und es gibt so moderne Esoterik-Freaks, die alles ganz, ganz bitter ernst sehen und bei denen Rituale auch immer ohne Lachen sein müssen und so. Was es bei traditionellen Schamanen und Schamanen nicht gibt. Also das ist immer lustig, weil das ist auch das einzige Unterhaltungsprogramm, was man im Stamm so hat. Und deswegen muss das auch attraktiv sein für das Dorf. Und da ist dann das ganze Dorf erheitert dabei, wenn jemand geheilt wird. Weil eine Person des Dorfes oder Stammes, die geheilt werden muss, betrifft den ganzen Stamm. Weil die Person nicht nur Defizite für sich selbst hat, sondern das Ausschalten dieser Person durch Krankheit ein Defizit für die Gruppe ist. Also brauchen die Schamanen Gruppenrituale, Rituale, die an den Menschen teilnehmen, die für sie sinnstiftend sind und unterhaltsam, vergnüglich und heilsam. Und zu dem Heilsamen gehört auch eine Spiritualität. Wir alle haben ein Bedürfnis nach Spiritualität. Und nicht nach Religion, sondern nach Spiritualität. Denn Spiritualität ist das Gegenteil von Religion. Spiritualität ist die Selbsterfahrung der Heiligkeit der Natur. Und nicht ein vorgeschriebenes Gebot, wie man und an was man zu glauben hat. Und das ist natürlich klar, dass Hanf da eine wunderbare Pflanze ist, um im Stamm, in der Siedlung, im Dorf, in der Genossenschaft für gute Stimmung zu sorgen, den Leuten Eindrücke von der Natur, der Reichhaltigkeit und dem Wunder der Natur zu vermitteln, was durch eigene Erfahrung kommt und dabei gleichzeitig noch alle möglichen medizinischen Wirkungen hat. Also, ich bin der Meinung, wir haben es mit einer 10.000-jährigen positiven Anwendungsgeschichte von Hanf zu tun, die eben in schamanischen Kulturen zugegen ist. Das Schamanische an der Donauzivilisation, um auf die nochmal zurückzukommen, ist, dass man sich in Gottheiten verwandeln konnte und dass man daraus neue Erkenntnisse für sich und für alle anderen gewinnen konnte. Herr Hamann, was genau macht ein Sprachwissenschaftler überhaupt? Ein Sprachwissenschaftler versucht, das wichtigste Medium, das wir für die Kommunikation zwischen den Menschen haben, zu untersuchen, zu analysieren. Wie Sprache entstanden ist, so wie wir heute sprechen, haben die Leute vor 500 oder vor 1000 Jahren nicht gesprochen, die haben anders gesprochen. Und wenn wir das aufs Deutsche beziehen, die
mittelalterliche Literatur von vor 1000 Jahren, die Mittelhochdeutsche, die können wir kaum noch verstehen ohne Wörterbuch. Und wenn es noch ältere Perioden sind, dann ist das wie eine fremde Sprache. Und jetzt ist Aufgabe des Sprachwissenschaftlers zum Beispiel zu untersuchen, wie Sprache sich gewandelt hat in den letzten 1000 Jahren, in den letzten 500 Jahren, seit Luther zum Beispiel. Und das ist eine sehr komplizierte Puzzlearbeit, dass man verschiedene Lautentwicklungen jetzt nachvollziehen muss und muss versuchen festzustellen, wo es systematische Veränderungen gibt. Sie haben gerade Warner erwähnt, da haben Sie ja auch ein Buch geschrieben über die Kultur, die frühe Kultur an der Donau. Ja. Wann ist das erschienen? Wie heißt das Buch? Also meinen Sie jetzt mein Buch über die Donauzivilisation? Ja, ja. Das ist 2011 erschienen und in der zweiten Auflage, ja, läuft in der zweiten Auflage und eine dritte wird wahrscheinlich demnächst kommen. Ja, aber über das Handelszentrum in Varna habe ich noch ein anderes extra geschrieben. Das war sozusagen die späte Phase der Donauzivilisation. Ah, okay. Also die Donauzivilisation ist genauso alt wie das Viehnomadentum im Osten und das Handelszentrum von Varna, das ist sozusagen in der Spätphase die Zeit, als die beiden Gruppen in Kontakt kamen. Für den Handel existierten zudem Boote und Schiffe für küstennahen Verkehr. Familien bewohnten teilweise Häuser mit einer Grundfläche von bis zu 100 Quadratmetern. In den Städten waren zweistöckige Reihenhäuser keine Seltenheit. Den Archäologen ist es in den letzten 20, 30 Jahren gelungen, Beweise für die Existenz der frühen Hochkulturen der Menschheitsgeschichte zu finden. Den Einfluss der Kultur kann man im Altgriechischen sogar noch nachweisen. Die Wurzeln dieser Hochkultur reichen 7000 Jahre und weiter zurück. Dabei kann man allerdings nicht von einem Staatsgebiet sprechen, denn viele Siedlungen waren voneinander unabhängig. Kunst, Ackerbau, technologischer Fortschritt, Sprache, Handwerk und Bauwesen waren sehr viel früher entwickelt als in Mesopotamien, der sozusagen eigentlichen älteren oder ältesten Hochkultur. Sogar eine eigene Schriftsprache war bereits vorhanden. Bekannt in der Forschung ist die Hochkultur unter dem Namen Donauzivilisation und Alteuropa. Anders als in Mesopotamien und Ägypten bildete Alteuropa keine Staatsgefüge aus. Dies schien die Donauzivilisation nicht gekannt zu haben. Das heißt, dass die einzelnen Kulturen keiner zentralen staatlichen politischen Kontrolle unterlagen. Erkennen kann man dies auch an den fehlenden Prestige- und Prachtbauten, wie zum Beispiel Paläste oder Herrenhäuser. Die Gesellschaft an und für sich war nicht hierarchisch geordnet. Vielmehr gehen die Archäologen davon aus, dass es innerhalb einer Gemeinschaft gemeinsam genutzte Ressourcen gab. Frauen nahmen innerhalb der Gesellschaft eine höhere Rolle ein, ohne dass sich dabei das sogenannte Matriarchat ausbildete. Sie stellten das Familien- bzw. Sippenoberhaupt. Da man überdies bei den Ausgrabungen keine flächendeckenden Brandspuren fand, gehen die Archäologen davon aus, dass der Kontakt zwischen den Siedlungen friedlich verlief. Im Jahr 2011 wurde das anerkannte Buch Die Donauzivilisation erstmalig verlegt. Nichts von diesem geschichtsrelevanten, überaus wichtigen Wissen wird bis heute der breiten Masse der Bevölkerung verkündet. Auch in den Schulen wird nach wie vor falsches Geschichtswissen trotzig und stur weitervermittelt. Kann sich jeder selbst ausmalen, warum das wohl so ist. Die Frage ist für mich nun eher, wo liegt die Betonung? Leben wir in einer modernen Welt oder modert diese Welt in Wahrheit nur noch so vor sich hin? Modern, modern. Dasselbe Wort mit zwei völlig anderen Bedeutungen. Wieder nur ein Zufall?
Wir nennen das, was wir hier haben, eine Hochkultur. Es offenbart sich mehr und mehr, dass das, wo wir leben, nur ein gelinde gesagt billiger Abklatsch unserer wahren Hochkulturen sein kann. Aber selbst das Wissen darum wurde uns vorsichtshalber und strategisch bis heute vorenthalten. Aber die Wahrheit lässt sich nicht ewig unterdrücken und verstecken. Es war und ist Ihnen sehr wichtig, dass die Menschheit nicht erkennen kann, dass all dies hier und heute vor sich hin modert, also im Modern begriffen ist. Achte immer auf die Bedeutung der Worte. Alles kein Zufall. Wir alle, jedenfalls alle, die schon mal Pilze genommen haben, vermuten oder glauben zu wissen, dass unsere Ahnen die auch schon genommen haben. Also ich glaube das auch. Denn unsere Ahnen waren intelligente Affen, die genau wussten, wo es längst geht, die auf ihre Intuition geachtet haben, auf ihre Träume und Visionen geachtet haben. Und so ihre natürliche Umwelt, in der sie lebten, erforscht, erkannt und für sich nutzbar gemacht haben. Nun, Pilze sind ja eigentlich sehr auffällige Erscheinungen. Das, was wir im gewöhnlichen Sprachgebrauch Pilze nennen, sind das, was die Mykologen Fruktifikation oder Fruchtkörper von Pilzen nennen. Der Pilz ist eigentlich ein Geflecht, ein sogenanntes Myzelium, was unterirdisch wächst oder auf einem Wirtsbaum oder Holz oder sowas wächst und der ab und zu mal im Jahr, je nach Zuständen der Ökologie und des Klimas, des Wetters und der Temperaturen, Fruchtkörper ausbildet, die zuerst wie so Fallen, wie Penisse aus der Erde rauswachsen. Und das ist klar, jedem fällt diese Naturerscheinung auf, wenn man durch den Wald oder die Wiesen oder Felder geht. Insofern haben Pilze immer die Aufmerksamkeit von Menschen erregt und haben in Menschen Ängste und Sehnsüchte erweckt. Die Ängste waren die, dass man was erlebt, was man eigentlich nicht erleben will, was aber gut ist zu erleben, damit man darüber hinwegkommt. Und die anderen sind ganz scharf auf Pilze, weil sie die was für die Fallen der Götter halten, weil das göttliche Geschöpfe sind, die dem Menschen zusätzlich etwas geben, was eigentlich als göttlich zu bezeichnen ist. Nämlich man fühlt sich göttlich und man hat Kontakt zum Göttlichen. Auch wenn das manchmal schwer ist zu glauben, aber wem kann man mehr trauen als seiner eigenen Wahrnehmung? Tja, man kann der eigenen Wahrnehmung natürlich auch nicht trauen. Da gibt es ganz viele Mechanismen dazu, dass die eigene Wahrnehmung und die eigene Intuition ausgeschaltet wird in der Betrachtung oder Bewertung von natürlichen Phänomenen. Nun, es gibt auf der Welt Kulturen, die pilzliebend sind und es gibt Kulturen, die pilzhassend sind. So hat es jedenfalls der Ethnomykologe Gordon Wasson ausgedrückt, der eigentlich eine Art Patenonkel von uns allen hier ist. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennengelernt habt oder wisst, wer das ist. Es war ein Banker aus New York. Diese Pilze sind etwas, was man mit Hochachtung und Respekt betrachten sollte. Pilze sind nichts für dumme Spielereien, sind nichts für irgendwelche Partygags. Und eignen sich nicht, um sie mitten auf der Straße zu essen und dann durch die Innenstadt zu laufen. Pilze verlangen einen rituellen Rahmen, einen rituellen Zeitrahmen. Also ein Ort und eine Zeit, die den Pilzen gewidmet ist,
damit die fantastische Wirkung nicht irgendwie an der Ampel oder am Polizisten verpafft, sondern dass man damit was anfangen kann. Und nun, wie das alles historisch gelaufen ist, ist wahrscheinlich sehr schwierig zu rekonstruieren. Jedenfalls in den letzten 20 Jahren hat sich in Mitteleuropa ein Gebrauch von Pilzen herauskristallisiert, der den Menschen offensichtlich gefällt und ihnen viel gibt. Und das ist immer die rituelle Einnahme. Was ganz wichtig dabei ist, ist, Pilze haben mit Religionen nicht unbedingt viel am Hut. Die schaffen keine Pilzkirchen, sondern die erschaffen eher ein anarchisches Bewusstsein. Deswegen ist es für die Europäer, die Atheisten waren und irgendwie aufgeklärte, moderne Menschen, war das toll. Das hat nichts mit Religion zu tun. Man muss keinem Glauben beitreten, keiner Sekte und nichts, sondern man kann sie einfach essen und dann erlebt man etwas, was für einen persönlich von Bedeutung sein kann. Sondern das, was man auf Pilzen sieht, ist das, was man außen sieht, aber eben gewöhnlich nicht. Das ist eine große Herausforderung. Aber ich kann allen Brillenträgern hier einen Trick verraten, wie man das rausfinden kann. Das habe ich gemacht und dann war ich überzeugt. Wenn ich tolle Visionen hatte, habe ich die Brille abgenommen und dann waren sie sofort unscharf. Habe ich sie wieder aufgesetzt, waren sie scharf. Also das zeigt, dass das Gesehene nicht etwas von mir innerlich Projiziertes ist, sondern etwas außen Geschautes, was man normalerweise über seinen Wahrnehmungsapparat nicht wahrnehmen kann. Das ist die indianische Sichtweise. Und ich denke, wenn man sich an Pilze hängt, dann sollte man die Weisheit, die sich über Jahrhunderte und Jahrtausende bei den Indianern angesammelt hat, auch beachten. Die richtige Wortwahl ist vom LSD zu den Pflanzen der Götter und Göttinnen. Denn durch dieses Molekül sind Leute wie ich in meiner Generation überhaupt erst darauf gekommen, dass es sich lohnt, über die Inhalte dieser Erfahrung weiter hinauszudenken und zu überlegen, was machen wir damit? Und was machen wir damit? Und was machen Leute, die vielleicht eine lange heidnische, ungebrochene schamanische Tradition haben, mit ähnlich wirksamen Stoffen? Was machen die damit? Was können wir von diesen Menschen lernen? Und was können die von uns lernen? Und was können wir alle davon profitieren? Das sind die Fragen, die mich interessieren. Dieses ist eine altmexikanische Darstellung aus Tepantitla, das ist bei Teotihuacan im Hochland von Mexiko. Dort gibt es eine wunderbare Anlage mit zwei großen Pyramiden, die sehr bekannt sind als die Pyramide der Sonne und die Pyramide des Mondes. Verbunden sind diese Pyramiden durch die Straße der Toten oder der Ahnen. Und man schreitet diese Straße entlang, um sich mit den Ahnen zu verbinden. Das klingt für uns etwas merkwürdig, aber in modernere Sprache übersetzt heißt das eigentlich, uns auf den Weg zur Erinnerung zu begeben. Alle Schamanen und Schamanen, die ich in den letzten 30 Jahren persönlich kennenlernen durfte, haben alle gesagt, es ist ja toll, dass du kommst, um von uns zu lernen, aber habt ihr nicht auch eine eigene Tradition? Dann sage ich, ja, die haben wir, aber die ist vor ungefähr 1000 Jahren angefangen worden zu zerstören und zu unterdrücken. Ja, aber ihr müsst doch so etwas haben wie Zauberpflanzen oder Zauberpilze. Dann sage ich, ja, haben wir. Ja, dann benutzt die, kopiert nicht unsere Rituale. Und dann dachte ich, ja, irgendwie haben sie recht. Wir können nicht ein amazonisches Ritual oder ein Ritual aus dem Himalaya transponieren in unsere Welt, es imitieren und zu einem Brauch verkommen lassen. Denn ein Brauch ist ein sinnentleertes Ritual. Wir können aber etwas lernen. Wir können lernen von den Schamanen und Schamanen, die noch auf dieser Welt leben, dass wir versuchen, über den Weg der Erinnerung an die Stoffe, an die Rituale zu kommen, die zu unseren kulturellen Wurzeln führen. Und wir haben in der germanischen Mythologie ein wunderschönes Modell, das am zentralen
Baum des Universums, dem Weltenbaum Yggdrasil, das an dessen Wurzeln der Brunnen der Erinnerung sprudelt. Wer aus diesem Brunnen trinken möchte, wird die Welt erkennen. Und so wie es in der Mythologie geschah, es war ein Gott, in Norddeutschland nennen wir ihn Wotan, weiter in Skandinavien heißt er Odin, der war der Gott der kosmischen Ordnung, der das Universum, so wie er es vorgefunden hat, durch Riesen und ähnliche Wesen erschaffen, kreiert, ordnen musste. Er musste ein Arrangement herstellen zwischen den verschiedenen Wesen, sozusagen Friedensverträge schaffen, so dass wir alle gemeinsam in den verschiedenen Welten leben können, ohne uns gegenseitig zu zerstören und ohne unsere Eigenschaften, die für manche Wesen negativ sind, in dieser Form auch ausleben. Deswegen ist Wotan der Gott der Forscher, der Gott der Schamanen, der Gott der kosmischen Ordnung. Sein Symbol ist der Speer, geschnitten aus dem Weltenbaum. Und dieser Speer zeigt die Zentrierung und zeigt, jeder Mensch, jedes denkende Wesen, jedes empfindende Wesen ist das Zentrum des Universums. Wir dürfen nur nicht davon ausgehen, dass wir ein wichtigeres oder dass ich ein wichtigeres Universum bin als die vielen Universen, die hier sitzen. In der germanischen Mythologie, die eine rein schamanische Weltsicht offenbart, ist auf Partnerschaftlichkeit ausgerichtet. Wir müssen uns, so wie wir uns mit unseren Nachbarn arrangieren, mit allen Wesen arrangieren, mit allen Kulturen. Und wir können das am besten dadurch, dass wir uns auf uns selbst besinnen und in unserer eigenen Erinnerung forschen. Was Wotan getan hat, um die kosmische Ordnung zu erschaffen, war, er ist zu dem Brunnen gegangen, der am den Wurzeln des Weltenbaumes sprudelt, der von einem Riesen, einem weisen Riesen behütet wird. Wotan hat gesagt, ich möchte aus dem Brunnen der Erinnerung trinken, ich muss alles wissen, denn ich muss dafür sorgen, dass dieses Universum zu einem Kosmos wird, der wie ein Juwel die Menschen, Tiere, Pflanzen, Lüfte, Steine in Harmonie bringt. Diese Geschichte habe ich mindestens schon 100 Mal erzählt, in Ecuador, in Peru, in Kolumbien, in Mexiko, in Nepal und so weiter. Und alle Schamanen und Schamaninnen haben gesagt, ihr braucht uns nicht, ihr braucht eure Erinnerung. Das Einzige, wofür ihr uns braucht, ist, euch zu helfen, zu erinnern. Deswegen kommen wir gerne und geben euch Ayahuasca. Deswegen geben wir euch gerne Zauberpilze. Und wir zeigen euch, wie wir damit umgehen, dass nichts passiert, was nicht gewünscht ist. Wir können euch zeigen, wie wir mit diesen Objekten, mit diesen Substanzen umgehen können, so dass jeder Mensch, der sie nimmt oder damit in Berührung kommt, etwas für sich Wertvolles darin erkennen kann. Und sie sind alle der Meinung, jeder Mensch ist absolut für sich selbst verantwortlich und damit selbstverantwortlich für das Zentrum des Universums, selbstverantwortlich für das, was er an Pflanzengeistern oder Wirkstoffen, egal wie wir das nennen, in sich hineinnimmt, um Anteil an allem zu haben. Und deswegen finde ich diese Darstellung wunderschön, die aus dem alten Mexiko kommt. Das ist jetzt kein germanischer Weltenbaum, aber es ist die kosmische Nabelschnur. Es ist die spirituelle Verbindung, die jeder Mensch, jedes einzelne hier sitzende Universum mit dem Rest des Ganzen hat. Und das klingt alles so einfach. Es ist in gewisser Weise auch einfach. Wenn man einen Geburtshelfer, wie sich Schamanen und Schamanen gerne sehen, bei der Seite hat, die einem zeigen, wie man mit diesen Dingen gewinnbringend, nützlich umgeht. Für sich selbst, für seine Familie, seine Gemeinschaft, seine Kultur,
für die Welt, für alle lebenden Wesen. Und zu allen lebenden Wesen gehören wir genauso wie jeder Stein, jeder Strauch, jedes Tier, jeder Vogel, jeder Wind, jeder Stern. In der schamanischen Welt ist alles lebendig und verbunden ist alles durch ein Netz kosmischer Nabelschnüre, die die Pforten öffnen, wenn man die Pflanzen der Götter und Göttinnen in einer Weise einnimmt, dass sie einem nicht schaden, sondern nützen. Und dass sie einem schaden können, wissen wir alle. Dass sie einem nützen können, wissen wir auch alle. Was wir nicht immer wissen, ist, wie wir einen Schaden abwenden können, sodass er sich in einen Nutzen wandelt. Ein Schamane in Amazonien oder in Mexiko, der nimmt denjenigen, der Erkenntnis möchte, der aus dem Brunnen der Erinnerung trinken will, mit in diese Welt und er benutzt oder sie benutzt Gesänge, um diesen Menschen, der diese Substanz genommen hat, in seine tiefsten Höllen zu stürzen, alle Traumata zu begrüßen, sie kennenzulernen, die Ängste, die Furcht, alles kennenzulernen, bis zum allerletzten, bis zur Selbstaufgabe, was wir heute vielleicht Ego-Tod nennen würden. Nun, das passiert vielen Menschen, wenn sie zufällig mal in einen Kuhfladen mit Pilzlis drauffallen oder LSD nehmen, das passiert vielen, aber sie bleiben oft angstverschreckt in dieser persönlichen Hölle oder persönlichen Pein oder Not. Nun, die Schamanen in Amazonien, in Mexiko, in Nepal haben Gesänge, Zaubersprüche, Methoden, nach dieser furchtbaren Erfahrung von all dem Schrecken und Furcht und Angst, was in einem schlummern kann, dahin zu kommen, es zu transzendieren und in das Licht gebracht zu werden. Der Schamane oder die Schamanin sieht genau, was mit jedem einzelnen Menschen los ist. Und wenn dieser Mensch dem Schaman oder der Schamanin erlaubt hat, in sie einzugreifen, dann kann er sie durch die Hölle in den Himmel führen. Und das ist das, was wir von den Schamanen aller Länder dieser Welt, die es noch gibt, lernen können. Den Weg zurück, den Weg ins Licht. Und was wir auch lernen können ist, und was ich also oft in Amazonien erlebt habe, wenn jemand 5 Stunden lang auf Ayahuasca seine Seele aus dem Leib gekotzt hat, sich gegrillt und zerstückelt und zermartert und getötet fühlt, dann darf man nicht aufhören. Dann muss man am nächsten Abend wieder Ayahuasca nehmen. Weil dann kommt die Belohnung für den Gang durch die Hölle, nämlich die Reise ins Licht, in den Raum, der persönlich die Bedeutung und den Sinn des Lebens enthüllt auf eine nonverbale Weise. Trotz der Verteufelung von Hanf, trotz des längst bekannten Nutzens und der unglaublich positiven Wirkung auf die Gesundheit, ist Hanf illegal. Es ist inzwischen aber doch möglich, sich legal dieses, man könnte fast sagen, Wundermittels zu bedienen. Legales, sehr hochwertiges Hanföl in Bioqualität empfehlen wir also nachvollziehbar sehr gerne. Bereits seit Jahren füttern wir unseren Pferden kurweise Futterhanfsamen. Man kann es ihnen ansehen. Sehr wichtige Mineralstoffe, Proteine, Vitamine und Ballaststoffe, mehrfach ungesättigte Fettsäuren und weitere wichtige Cannabinoide sind darin enthalten, die auch für eine Gesundheitsvorsorge überaus sinnvoll sind. Im zunehmenden Maße ist nicht nur der Mensch, sondern auch Pferde, Hunde und Katzen neben Stress auch vermehrt gesundheitsschädlichen und auf vielen Ebenen krankmachenden Einflüssen ausgesetzt. So wie auch der Mensch verfügen die Tiere über ein Endocannabinoid-System. CBD ist das Öl der weiblichen Hanfpflanze und ist völlig legal, denn mit dem geringen Anteil des Wirkstoffes THC hat dieses Öl keine berauschende Wirkung. Es kann beeindruckende Linderung und Heilung einer großen Bandbreite an Erkrankungen bewirken. Die therapeutischen Eigenschaften sind anhand von Studien belegt und sind auch schon aus Überlieferungen bekannt.
CBD findet sogar bereits in der Schulmedizin Anwendung. Wer mehr dazu wissen will, den Link findet ihr in der Beschreibung unter diesem Beitrag. Thank you.